So, ihr Lieben, mir wird jetzt die große Ehre zuteil, einen Neuzugang vorzustellen. Jason Breitenbach ist da. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und wenn ich sage Hallo und herzlich willkommen, dann stimmt das ja nur bedingt, denn so ein bisschen kennst du ja Bibershöhen. Ein bisschen kenne ich mich aus, ja. Habe in der Jugend hier gespielt, von der 12 bis zur 15, drüben am Wiener Ring, deswegen kenne ich mich eigentlich aus, ja. Und wenn man aus Gelnhausen kommt sozusagen, dann ist man ja automatisch irgendwo mit dem OFC verbunden. Das stimmt, ja. Mein Schiefvater hat mich immer mitgenommen, stand drüben hier im Block 2B, deswegen fühle ich mich hier eigentlich wie zu Hause, ja. Und dann ging es ja noch ein bisschen weiter, hast hier schon mal eine gute Grundausbildung bekommen, aber dann ging es wohin? Ging dann nach Mainz, wo ich die ganze Jugend durchlebt habe. Hab noch 2 Jahre dann U23 gespielt und von da ging es dann weiter nach Saarbrücken. Also die Mainzer Talentschmiede sozusagen bist du durchlaufen und jetzt bist du eigentlich gestandener Drittligaspieler und kommst aber wieder zum OFC. Warum? Ja, also was heißt gestandener Drittligaspieler? Ich habe meine Einsatzzeiten bekommen, aber war jetzt nicht so, dass ich der Stammspieler war. Deswegen wollte ich einfach nochmal den nächsten Schritt versuchen, dass ich hier Stammspieler werde und dass ich mich hier weiterentwickeln kann. Und wenn wir darüber reden, Stammspieler überhaupt, wo wird denn deine Position sein? Wo bist du denn zu Hause? Wo fühlst du dich an deinem wohlsten? Eigentlich rechter Verteidiger, aber ich kann auch linker Verteidiger spielen oder äußeres Mittelfeld. Also die Außenbahn kann ich eigentlich komplett spielen. Ja. Was du uns eben so unterschlagen hast in deiner Vita, du bist ja auch deutscher Nationalspieler gewesen, ne? Stimmt, ja. Ich habe in der U17 habe ich 4 Spiele gemacht für Deutschland und in der U18 habe ich auch 4 Spiele gemacht, ja. Okay. Ja, und jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, sportlich, willst du hier nochmal richtig angreifen? Wen von den Spielern, die wir hier schon haben, kennst du vielleicht schon? Persönlich kenne ich niemanden. Es sind ja auch viele neue gekommen, aber gegen Serkan Ferhat habe ich noch gegeneinander gespielt, aber sonst so persönlich kenne ich niemanden. Und auf was freust du dich am meisten hier in Offenbach? Einfach auf Schal und auf die tolle Stimmung und einfach auf die Zusammenarbeit mit den Jungs. Ja, jetzt musst du wahrscheinlich auch wieder umziehen, oder? Weil hast deine Zelte in Saarbrücken abgebrochen. Dann geht es wieder nach Gelnhausen zum Pendeln oder hier dann mehr so Richtung Offenbach? Ich gehe erstmal nach Gelnhausen, erstmal wieder nach Hause und dann mal gucken, bis ich was findet. Aber wie gesagt, erstmal nach Hause, ja. Was war für dich so dein absolutes Highlight in deiner sportlichen Karriere? Wo sagst du, Mensch, da ist mal was passiert oder das war richtig, das kann ich nicht vergessen? Ja, ganz klar, das Halbfinale im DFB-Pokal, wo ich eingewechselt wurde gegen Leverkusen. Ich glaube, das ist ein Highlight, was auch nicht jeder von sich behaupten kann. Deswegen, ja. Und sagst du uns, wen hast du ausgeschaltet? Kevin Volland. Ist ja auch kein Problem, oder? Ja, aber ja, war schon ordentlich, ja. War schon eine Mordsnummer, ne? Aber wir haben ja hier auch einen starken Kader hier in Offenbach, hast du wahrscheinlich mitbekommen. Das heißt, ja, hier ist auch Konkurrenzdruck. Ja, auf jeden Fall. Muss jeden Tag einfach um meinen Platz kämpfen und ja, da mal gucken, am Ende entscheidet der Trainer, welche Elf auf dem Platz steht.